Und weiter geht's mit ihm, mit Matteo Rizzo, dem Italiener, der uns so begeistert hat bei den Europameisterschaften mit seinem dritten Rang, seiner ersten großen Medaille bei den Senioren. Bei der Junioren-WM hatte er schon mal eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen können, und zwar im vergangenen Jahr. Und nun hat er hier die Chance auf die nächste Medaille. Er liegt auch nur knapp hinter Maxim Kofftun zurück. Keinen Punkt trennen die beiden nach dem Kursprogramm. Und wir haben Maxim Kofftun gerade gesehen. Er hatte Fehler gemacht. Was macht also nun er, Matteo Rizzo, zu einem Medley von Queen? Ja, und den Auftakt, den macht er schon mal gut. Vierfacher Tolop. Man muss nur lang genug warten, dann wird man auch belohnt hier bei der Herrenkonkurrenz. Was für eine fantastische Kür von ihm, von Matteo Rizzo. Die erste fehlerfreie Kür, und er freut sich natürlich
auch der Papa über die Leistung seines Schützlings, seines Sohnemanns. Fantastische Vorstellung von ihm, von Matteo Rizzo, wirklich. Und mit einer Leichtigkeit hat er diese Sprünge aufs Eis gebracht, als wäre es überhaupt nichts, als wäre es überhaupt keine Schwierigkeit. Erster Sprung, zweiter Sprung, dritter Sprung. Es konnte nicht schiefgehen heute hier auf diesem Eis in der Platinum Arena. Und natürlich die Show passt auch bei ihm. Dass er gut laufen kann, das hat er uns natürlich schon sehr oft bewiesen. Aber jetzt, wo die Sprünge auch immer besser werden und er vor allem auch den vierfachen Toe-Loop zeigen kann im Programm, das war ja noch im letzten Jahr das Problem oder die Jahre zuvor. Er hat die dreifachen alle gekonnt, aber es hat ihm der vierfache gefehlt. Den zeigt er jetzt und die Konkurrenz im eigenen Land ist natürlich groß mit dem Daniel Grassel. Er ist zwar läuferisch noch nicht so gut, aber was die Sprünge angeht, ist der junge Mann grandios. Aber er ist der komplette Läufer, Matteo Rizzo. Und das sieht hier nach dem nächsten großen Erfolg, nach der Bronzemedaille bei der EM für Matteo Rizzo aus. Das riecht ganz gewaltig nach Sieg für den Italiener. 20 Jahre ist der jung, der Römer. Studiert an der San Raffaele Universität in Rom. Und das riecht auch nach einer ganz, ganz neuen persönlichen Bestleistung, wenn wir die technischen Noten gesehen haben. Boah, da schraubt er seine persönliche Bestleistung fast um 20 Punkte nach oben. Und da steht die 1 natürlich hier absolut verdient für Matteo Rizzo. 273,54 Punkte. Also das hat er auch noch nie gehabt. Klasse Vorstellung.